Heute kommt endlich Leben in das Terrarium. Noch keine Tiere, aber die Pflanzen. Willkommen, mein Name ist Bachi und heute geht's weiter mit dem Terrarium für meine Pfeilgiftfrösche. Die Tiere kommen noch nicht, aber jetzt kommen erstmal die Pflanzen. Die können dafür nicht auch voll dazu. Vor allem bei Pfeilgiftfrosch-Terrarien ist es ja oft so, dass die Pflanzen auch ein großer Punkt sind. Ich habe wieder einige Pflanzen von Ben Stange, also danke schon mal dafür. Und dann würde ich sagen, starten wir mal und entfernen mal die Scheiben. Also einfach, um überall gut hinzukommen, kommen die Scheiben mal raus und sind die auch nicht im Weg. Das ganze Terrarium steht jetzt schon ein paar Tage, also ich habe es jetzt immer wieder mal besprüht und habe die Beregnungsanlage jetzt schon mal eingestellt. Also dreimal am Tag für 20 Sekunden und ich werde dann auf Dauer schauen, wie sich das Ganze dann so verhält, vor allem wenn die Pflanzen drin sind. Und wenn da mal alles richtig nass ist, dann ist es ja auch wieder ein bisschen anders. Also das war jetzt schon mal der erste Schritt, dass das Ganze jetzt ein paar Tage steht, damit alles irgendwie sich setzen kann oder wie auch immer. Also lieber ein bisschen warten und nicht alles auf einmal machen. Zum Bodengrund, den habe ich ja letztens mal schon reingegeben, dass es zu meinem Aquarium soll. Und dann noch so ein bisschen Pinienrinde. Da werden die Pflanzen gut wachsen, aber die meisten Pflanzen kommen an die Rückwand. Also auf die Rückwand, irgendwo zwischen Äste eingeklemmt. Da habe ich zum einen ein bisschen Moos. Da werde ich versuchen, alles zu klemmen, was geht, also ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und falls es irgendwo nicht geht, habe ich noch so einen Wood-Dyed von ADR. Das ist so ein Draht, ummantelt mit Kunststoff und ist ganz schön, weil er braun ist und nicht so auffällig. Dann habe ich hier noch das Terra-Tape. Das ist so ein Stoff, den man auf Holzwurzeln binden kann. Und der zieht Wasser und speichert Wasser. Also wenn man irgendwo irgendwelche Wurzeln haben will, voller Moos, ist auf jeden Fall gut und man kann damit auch das Wasser gut leiten. Das klebt auch so aneinander, also braucht man nicht irgendwie festbinden, sondern einfach nur um den Ast wickeln. Das werde ich auch zum Teil benutzen. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Hykrolonstoff. Da weiß ich noch nicht, ob ich den brauche. Vielleicht, wenn ich irgendwo eine Stelle haben will, wo mehr Wasser ist oder wo mehr Feuchtigkeit ist, werde ich den verwenden. Aber ich glaube sogar fast nicht. Mal schauen, vielleicht benutze ich das vielleicht nicht. Kommen wir zu den Pflanzen und da will ich mich wieder bei Ben Stange bedanken. Und damit ihr auch was davon habt, gibt es einen 10% Rabattcode. Also mit dem Code BACHI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Also ich habe schon beim Paludarium hier hinter mir die Pflanzen von Ben Stange bekommen und war mit der Qualität echt sehr zufrieden. Also es gibt viele Terrarienpflanzen, also echt viele, also ich konnte mich fast gar nicht entscheiden. Und es gibt immer noch so viele Pflanzen, die ich gern hätte, aber dann einfach zu viel gewesen wären. Dann gibt es noch viel Terrarienzubehör, ich habe ja auch einiges. Es wird noch ein Unboxing Video kommen in den nächsten Tagen, da zeige ich alles, was ich bekommen habe. Es sind noch ein paar Sachen zum Fliegenzüchten und so weiter und auch die Pflanzen, auf die gehe ich dann genauer ein. Heute werde ich es nochmal so grob machen und euch grob mal zeigen, welche Pflanzen ich habe und sie einsetzen. Dann gibt es auch viele Zimmerpflanzen, also ich habe auch hier einige Zimmerpflanzen und manche Pflanzen hier kann man ja auch als Zimmerpflanzen nehmen und auch als Terrarienpflanzen. Also wenn ihr auch Zimmerpflanzen braucht, dann schaut da auch gerne vorbei, kann ich euch nur sehr empfehlen. Die ganzen Pflanzen sind nicht irgendwie mit Pestiziden behandelt, also ihr könnt die gleich ins Terrarium setzen und braucht da keine Angst haben, dass es irgendwie schädlich für eure Tiere ist. Und es gibt europaweiten Versand und auch im Winter wird versandt, also dann gibt es mehr Winterverpackungen, jetzt ist es schon wieder wärmer, jetzt sollte es wieder passen, aber im Winter könnt ihr auch bestellen und dann halt eine Winterverpackung auswählen mit Heatpack. Also wie schon gesagt, die Auswahl ist echt riesig, ich habe da lang geschaut, welche Pflanzen könnten passen und welche hätte ich gern und habe mich jetzt für einige entschieden und es sind so ein, zwei Highlights dabei, was ich echt cool finde und ich habe auch ein paar Pflanzen von meinem Paludarium genommen. Ich hatte noch so ein, zwei Bromelien, die hier sogar fast ein bisschen zu viel waren, die habe ich jetzt da rausgenommen und werde ich jetzt auch in das Terrarium setzen. Dann habe ich noch ein bisschen Moos, was ich noch von mir selbst hatte, zum einen hier das Serpents, ich werde euch den Namen einblenden. Da habe ich einfach so ein bisschen Hykrolonstoff in die Box reingelegt und dann einfach Abschnitte vom Moos vom Paludarium, einfach kleine Stücke und das wächst jetzt auch schon ein bisschen an. Und dann habe ich noch ein bisschen Ricardia, Calamitifolia, so Korallenmoos und da habe ich einiges, habe ich immer aus den Aquarien abgeerntet und hebe ich dann immer auf in so Boxen und das hält auch ziemlich lang, das Wasser kann man da mal austauschen, also wenn es so wie hier ist, sollte man das Wasser mal ein bisschen austauschen, also wegschütten und halt wieder besprühen und einfach nur zumachen und ein bisschen Licht und dann hält das ganz gut. Hier ist auch noch eine Putzfalandra, eine kleine drinnen, also werde ich das auch so benutzen. Mal schauen, wie viel ich von dem benutze, weil ich habe noch eine andere Sache, was ich ganz cool finde und zwar so einen Moosmix, also so einen Moossporenmix. Das ist dazu da, dass man so Rückwände und Wurzeln mit Moos animpft, also dass dann überall Moos wächst, also sehr flächig. Bin ich gespannt und das werden wir jetzt auch zuerst machen, damit wir erstmal überall ein bisschen Moossporen aufbringen und das soll man ein bisschen mit Wasser mischen und dann aufpinseln. Ich habe hier mal ein Glas und ich schütte hier mal ein bisschen was rein. Probieren wir es mal mit so viel. Ich weiß nicht genau mit wie viel Wasser, ich sprühe einfach mal so ein bisschen
So, jetzt ist es ein bisschen flüssig. Und dann pinseln wir das auf. Ich habe noch den Pinsel von der Rückwand, also von der Beschichtung für die Rückwand, habe ich noch einen benutzt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Machen wir mal so irgendwelche so Stellen, so Vertiefungen, wo ich mal ein bisschen was auftrage. Probieren wir es auch hier so auf den Stellen bei dem Holz. So, jetzt haben wir mal einen Teil davon bestrichen. Jetzt würde ich mal anfangen, die Pflanzen vorzubereiten. Also ich werde überall das ganze Substrat, also hier zum Beispiel das Sphagnummoos und hier zum Beispiel die Erde, wegnehmen und sie ohne den einsetzen oder halt mit extra Sphagnummoos. Das Sphagnummoos werde ich wahrscheinlich wiederverwenden, aber halt die Erde vor allem möchte ich nicht dabei haben. Deshalb bereite ich das mal vor. Ich habe hier ein paar Bromelien, auch zwei ein bisschen größere, also einmal die hier, also ich blende euch immer die Namen ein. Und dann noch die eine Neorigelia, das sind so die zwei großen. Dann habe ich noch ein paar kleine, also hier, das ist glaube ich die Fireball. Dann habe ich nochmal das Neorigelia Mini Set. Dann habe ich noch so ein paar Mini Bromelien. Ich glaube, die werden zum Teil ein bisschen größer, zum Teil bleiben die so in der Größe. Also ziemlich kleine. Dann habe ich hier einen Epiprenum Sibo Blue, also so eine Rankpflanze. Bekommt auch teilweise größere Blätter, aber denke ich, wird auch im Terrarium in der Größe bleiben, wenn man regelmäßig schneidet. Dann hier so mit das Highlight, der Anthurium. Also ich finde die Pflanze richtig cool. Die Blätter sind einfach richtig krass, die sind so dick und richtig schön. Also das sind wirklich alle Blätter, sehr schön. Ein paar Kalkflecken sind drauf, aber ist nicht so schlimm. Aber die Blätter sind irgendwie die Blätter sind komplett unbeschädigt und richtig schön angekommen. Dann haben wir hier ein paar verschiedene Farne. Also beim Unboxing-Video sage ich euch zu jedem, welcher das ist und blende ich da noch ein paar Detailaufnahmen ein. Ist jetzt glaube ich dann zu lang sonst im Video, wenn ich zu jeder Pflanze genau was sage. Also hier ein paar Farne. Hier noch so ein anderer Farn. Ich glaube, der kommt mehr so am Boden. Dann habe ich wieder einige Orchideen. Also hier einmal, das war so ein Mini-Orchideen-Set. Dann hier noch so eine Orchidee mit so Bulben, also mit so größeren Bulben. Dann hier noch zwei größere Orchideen, Marcellaria, das ist dieselbe Art wie die hier hinten, was blüht, was, wo man vielleicht die Blüten sieht, die Orangen. Die eine bekommt auch so große Blüten, das müsste die sein, und die andere bekommt kleinere Blüten. Dann hier ist noch ein Farn, den habe ich jetzt ganz vergessen, das ist hier ein größerer Farn mit größeren Blättern. Dann haben wir hier noch, auch noch ein Highlight, und zwar eine Alocasia Jacqueline. Also ist noch eine Babyplante, also eine kleine Pflanze, von der was ein bisschen größer wird. Also bekommt schon größere Blätter, aber wird trotzdem sicher gut im Terrarium passen. Bin ich echt gespannt, ich finde die einfach richtig cool, die Pflanze. Die schaut so unecht aus, die Blätter sind einfach richtig cool. Bin ich schon gespannt. Und dann noch was Größeres, und zwar noch eine Orchidee. Die ist ziemlich groß, aber ist auch ganz cool. Findet auch sicher einen schönen Platz. Dann habe ich hier noch ein bisschen Sphagnummoos. Das kommt so zum Beispiel an die Bromelien, an die Wurzeln oder an die Orchideen, an die Wurzeln. Lebendiges Sphagnummoos. Für die Wurzeln halt. Und dann auch für den Boden habe ich noch ein bisschen Polsterkissenmoos. Das kommt dann am Boden. Und dann habe ich hier noch eine bisschen größere Bromelie und noch zwei kleinere. Die eine bekommt auch schon so einen Ausläufer. Die hatte ich im Paludarium, aber will ich jetzt auch im Terrarium verwenden, damit einfach ein bisschen mehr drinnen ist. Also hier drei, was ich noch hatte. Dann habe ich hier auch noch eine kleine Orchidee, die auch ein bisschen zu viel war. Und noch ein bisschen mehr von den Ficus, und den habe ich vergessen, sehe ich gerade. Und zwar hier einen Ficus scandens, also eine kleine Kletterpflanze. Habe ich hier auch noch so ein paar Stücke, die ich auch so ein kleines Mini-Terrarium rausgeholt habe, ein bisschen Rückschnitt. Aber ich denke, das wird schon ganz gut passen. Ich will eh nicht zu viel auf einmal haben, damit ich so ein bisschen noch schauen kann. Vielleicht kommen da noch ein, zwei Pflanzen dazu. Aber fangen wir mal an mit dem Vorbereiten. Fangen wir einfach an mit den Orchideen. Und zwar das Sphagnummoos einfach mal weg. So, dann haben wir das schon mal. Das mache ich jetzt mit allen Pflanzen, sodass halt das ganze Substrat oder das meiste vom Substrat weg ist. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich, weil ich das Ganze vorbereitet habe. So, alles ist hergerichtet. Und hier zum Beispiel von der Anthurium, die Wurzeln sind echt krass, sind ziemlich viele da. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich die hinsetzen soll. Werde ich aber gleich mal probieren. Auch hier zum Beispiel, die Epiprenum ist auch ziemlich schön bewurzelt. Dann, was ist noch? Ja, hier von der Alocasia, von der Jacqueline. Waren sogar zwei in den Topf, also auch cool. Dann habe ich jetzt zwei Stück, werde ich mal einsetzen.
und vielleicht, wenn sie dann ein bisschen größer wird, werde ich eine davon in einen Topf setzen, um das Zimmerpflanze haben, je nachdem, wie sich das dann da ausgeht. Jetzt würde ich mal einfach die Sachen reinlegen und so mal eine Probe machen, wo was hinkommt, weil ja manche Pflanzen ziemlich groß sind und ich mal schauen will, wo was hin soll. Also ich habe den Anthurium, der kommt eher so wahrscheinlich in die Mitte, schaue ich dann gleich. Aber jetzt hier die zwei großen Bromelien. Und ich möchte die entweder so haben, dass die eine hier ist und die hier oder andersrum. Aber ich glaube, das ist so schon am besten. So, muss ich euch irgendwie so zeigen. Also wenn die dann hier so ist, da muss ich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher von der Größe, ob die dann nicht zu groß wird. Und die zweite hier. So, ich versuche mich dann so gut wie möglich mitzunehmen. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Bei Aquarien tue ich mir da noch leichter, aber bei Terrarien ist es noch was anderes. Aber ich glaube, hier ist sie schon ganz gut. Oder hier oben, aber ich glaube, hier ist sie dann zu hoch. Man muss auch aufpassen, dass nicht zu viel abgeschattet wird unten, weil sonst können die Pflanzen unten nicht mehr so schön wachsen. Dann hier ist auch noch ziemlich groß, hier schon richtig schöne Wurzeln bekommen. Brauche ich jetzt mal ein bisschen Draht zum Befestigen. Erstmal nur leicht und dann kommt noch ein Moos dazu noch. Ich glaube hier passt der ganz gut, dann kann er noch nach unten wachsen und bekommt mehr Feuchtigkeit ab. Stellen wir mal einfach so hin, aufpassen auf die Blätter. Dann die Sibobu möchte ich eigentlich hier so in den Boden setzen, dass die halt hier so aufkriecht. So, ich würde sagen, die großen Elemente habe ich mal so in etwa entschieden, wo die hinkommen. Dann kann ich gleich anfangen, bei den kleinen weiß ich sie so circa und die passen eh bei mehreren Stellen hin. Aber vor allem bei so großen Pflanzen, wenn man die jetzt zum Schluss ansetzt, dann überwuchern die alles andere oder sie passen einfach nirgendwo mehr hin. Deshalb finde ich es ganz gut, dass man für die mal zuerst einen Platz aussucht und dann alles drumherum pflanzt. Zu den Bromelien möchte ich mal so ein bisschen Sphagnummoos dazugeben, damit einfach die Wurzeln feuchter bleiben. Dann diese hier. Oder soll ich die doch da? Ist das so eingeengt? Und so ist mir fast lieber, weil die schattet da nicht so viel nach unten ab. Ich will auch nicht so nah an der Frontscheibe haben, was anstehen könnte. Ja, das wird schon gehen. Ansonsten muss ich dann raustauschen. Also es kann natürlich sein, dass ich noch ein, zwei Pflanzen tauschen muss. Aber die zwei sind mal fixiert und machen wir hier weiter. Da graben wir einfach ein kleines Loch. Beim Anthurium bin ich mir echt ein bisschen unsicher, ob der es da so geil findet. So, ich bin mal gespannt. Ich werde da noch ein bisschen Moos dazugeben und dann mal schauen. Ich habe drüben beim Paludarium auch schon ein Anthurium. Und den habe ich auch nur eigentlich an die Wand gebunden mit Sphagnummoos und das ist halt meistens feucht oder nass. Und das funktioniert richtig gut und ich hoffe, dass es hier auch gut funktioniert, dass die Wurzeln sich einfach auf die hohe Luftfeuchtigkeit einstellen können. Die Bromelie werde ich gar nicht irgendwie befestigen, kommt einfach nur noch ein bisschen Moos dazu. Weil so kann ich die auch ganz einfach nachher wieder umsetzen, falls mir irgendwas nicht ganz passt. Als nächstes möchte ich jetzt den Boden machen. Hier habe ich eine Schale, wo Wasser reinkommt. Die werde ich dann immer täglich am besten austauschen und sauber machen. Dann kommen viele Blätter hin, die kommen später noch rein. Und so ein bisschen das Highlight soll die Alocasia werden. Die habe ich mir gedacht, dass sie hier so hinkommt. Weil die ja ziemlich groß wird, dann sollte das auch gut passen. Die zweite kommt einfach noch hier davor. Dann habe ich hier da das Polsterkissenmoos und dafür möchte ich auch ein paar Portionen hier verwenden. Einfach hier auch so im Boden, zum Beispiel hier. Schaut auch sehr nice aus, finde ich. Ich möchte einfach viel Blätter haben, deshalb muss ich ein bisschen schauen, dass ich nicht alles voll mache. Und auch zwischen den Steinen habe ich ja manchmal so Stellen, wo noch Kleber durchscheint. Und da kommt das auch einfach rein. Dann habe ich hier einige verschiedene Blätter, zum Beispiel auch so große, da werde ich ein, zweimal reinlegen und überall so einen kleinen Mix. So mal Kakaoblätter, also schon relativ groß. Dann hier, einmal hier Tropical Plum Leaves, also Pflaumenblätter. Dann Durianblätter. Und hier haben wir dann auch so mal Dekolaub, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Kommt auch einfach mal ein bisschen was dazu.
Also vielleicht weiß es ja wer. Einfach in die Kommentare schreiben, von welchem Baum das Blatt sein wird. Es ist bestimmt nicht verkehrt, die Blätter vorher mal abzukochen oder zumindest mit heißem Wasser zu übergießen. Mache ich da nachher noch. Ich will jetzt einfach nochmal reinlegen, damit ich jetzt das Ganze fertig bepflanzen kann und ich mal so einen Look habe, wie das Ganze ausschaut. So, hier noch eine Pflanze für den Boden, und zwar der Farn hier. Und wo kommt der hin? Ich setze ihn einfach hier hinten hin, auf die Steine. Weiter geht's mit den ganzen anderen Bromelien. Da suche ich jetzt ein paar Plätze, wo sie gut passen könnten, und probiere wieder so ein bisschen herum. So, ich habe jetzt schon mit den Fahnen angefangen, also hier der eine, hier hinten ist ein Stück, hier ist was, hier ist einer. Also ich probiere da jetzt ein bisschen herum und schaue halt, wo es erstmal ganz gut ausschaut. Und dann schaue ich jetzt die nächsten Tage noch, ob alles gut funktioniert, also ob irgendwas austrocknet, ob irgendwas zu feucht ausschaut. Und dann ändere ich vielleicht noch ein paar Sachen. Jetzt zum Ficus, den habe ich auch schon beim Paludarium benutzt, und da hatte ich dann einfach ein bisschen Probleme, da sind ein paar davon abgestorben. Ich habe den so verteilt versetzt und jetzt mittlerweile, wo er gut angewachsen ist, funktioniert er gut. Also der braucht immer seine Zeit, bis er mal anwächst, und wenn er anwächst, dann wuchert er ziemlich. Aber finde ich ganz cool und bin gespannt, wie er hier funktioniert. So, dann die große Orchidee. Ja, ich glaube hier so. Dann haben wir eine mit so größeren Bulben, die kann ein bisschen trockener stehen. Alle Pflanzen sind mal eingesetzt oder halt platziert oder eingeklemmt oder festgebunden. Jetzt kommt noch das Moos, also einmal das Korallenmoos. Da werde ich auch einfach so Stellen suchen, wo es gut passt. Also das werde ich einfach mal so Polster werde ich so an die Steine machen. Und dann auf die Wurzeln nehme ich mir einfach so ein Stück und reibe das so drauf. Einfach so drauf reiben. Dann bleiben kleine Stücke von dem Moos auf den Wurzeln drauf und wachsen dann wieder fest, und dann breitet sich das Moos aus. So, vielleicht mache ich später noch ein paar Stellen, aber ich glaube jetzt erstmal passt das schon ganz gut. Jetzt werde ich erstmal alles mal besprühen, damit alles feucht ist. Dann mache ich die Scheiben rein, damit alles zu ist. Die Beregnungsanlage läuft ja, wie gesagt, dreimal am Tag. Und über die nächsten Tage beobachte ich jetzt alles, wie sich Sachen entwickeln, ob ich Sachen ändere, ob mir Sachen irgendwie nicht so gefallen. Also da lasse ich mir jetzt echt Zeit und mache nochmal Sachen anders und baue was um vielleicht, kommen noch ein, zwei Pflanzen dazu. Aber dann sehen wir uns einfach dann in ein paar Tagen. Ein paar Tage sind vergangen und alles schaut gut aus. Ich habe noch hier so eine Badamnussschale reingelegt, und dann habe ich hier auch schon so eine Kokosnussschale reingelegt, und die habe ich mit Korallenmoos berieben, damit das Moos dann komplett festwächst und komplett die Kokosnussschale mit Moos voll ist. Wird ein bisschen dauern, Korallenmoos wächst ziemlich langsam, aber dafür breitet es sich nicht so extrem aus und man muss es dann nicht so oft schneiden, also habe ich das hauptsächlich im Terrarium benutzt. Ich habe da noch bei ein paar Stellen, vor allem auch hier bei den Wurzeln von Anthurium, noch ein bisschen Moos dazu gegeben, das Serpents, ein paar Stücke, das wird sich dann auch ausbreiten. Ich muss noch den Lüfter einbauen, der ist jetzt heute gekommen, den werde ich dann auch noch einbauen und werde ihn dann erstmal so einstellen, dass er so jede Stunde 15 Minuten belüftet, und so, dass das Glas hier nicht anläuft, so wie es jetzt hier ist, weil das ist halt nervig, wenn das Glas halt immer angelaufen ist. Das hinterlässt dann auch irgendwann so Flecken, auch wenn es aus Mosewasser ist, ist es dann irgendwann so, dass es so richtig eingeätzt in den Glas ist und das bekommt man nicht mehr weg. Deshalb ist es immer schlecht, wenn so Glas beschlagen ist, auch wenn es aus Mosewasser ist und keine Kalkflecken da bleiben. Und so von den Pflanzen muss ich erstmal sagen, passt das sehr gut. Also jetzt die letzten Tage habe ich halt geschaut
Also bis jetzt habe ich noch nichts verändert, aber vielleicht ändere ich ja noch was in den nächsten Wochen. Also jetzt erstmal warten, bis dann die Frösche einziehen können. Also ich werde jetzt auf jeden Fall so 4 Wochen warten, wenn nicht länger, bis ich dann die Frösche einsetze. Ich habe mich auch schon entschieden, welche Frösche es werden sollen. Und zwar möchte ich Tinctorius azureus. Das sind so blaue Pfeilgiftfrösche. Die sind auch gut für Anfänger geeignet, sind auch ziemlich mutig und verstecken sich nicht so viel. Und sie gefallen mir richtig gut, also vor allem die blauen. Also ich hoffe, dass ich die auch bekomme. Davon werde ich, wenn es geht, ein Bärchen einsetzen, also 2 Frösche, mehr nicht. Aber ich brauche dann auch noch Namen für die Pfeilgiftfrösche. Also schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare, wie die 2 Pfeilgiftfrösche dann heißen sollen. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich schon sein, wenn die Pfeilgiftfrösche reinkommen. Vielleicht auch in ein Update, muss ich mal schauen. Aber es wird jetzt noch ein paar Wochen dauern. Dann hier kommt jetzt zur kompletten Playlist, wo ich das komplette Terrarium aufgebaut habe. Schaut da unbedingt rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann bis zum nächsten Mal.